Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joe Herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial. Von euch immer wieder gewünscht wurde, dass ich euch mal zeige, wie man in Minecraft einen richtigen Shop bauen kann. Ein Redstone Shop System. Ich habe mich mal hingesetzt und zwei Systeme entwickelt. Eins davon zeige ich heute euch in diesem Video. Ein anderes seht ihr in dem Video, wenn ihr jetzt rechts oben auf das i drückt, sofern es schon hochgeladen ist. Und zwar geht es heute um ein 1 für x System und ein X für X-System zeige ich euch dann in dem anderen Video. Das X für X-System ist ein bisschen komplizierter, das 1 für X-System ist etwas leichter. Sieht kompliziert aus, aber glaubt mir Leute, das ist easy. Ich erkläre es euch zumindest so. 1 -für X bedeutet, dass wir ein Item immer verkaufen für einen Betrag X. Das heißt, ich kann ein Log für 5, 6, 7 Emeralds kaufen. So funktioniert dieses System. Während X X-System funktioniert, dass ich quasi beliebig viele Logs für beliebig viele Emeralds verkaufen kann. So, das ist die Idee. Das heißt, unser System, was ich euch heute vorstelle, kann uns einen Log für einen beliebigen Betrag verkaufen, aber es ist nicht möglich, dass ich für ein Emerald beliebig viele von den Logs kaufe. Dafür müsstet ihr euch dann dieses andere System anschauen. So, also, wie funktioniert das Ganze? Wenn ihr der Shopbesitzer seid, dann habt ihr die Möglichkeit, dass hier so ein Schalter ist, den müsst ihr verstecken oder mit einem Keykartenmechanismus versehen. Wenn ihr den Schalter umlegt, habt ihr hier die Wartungsklappen und könnt dann quasi hier die Items nachfüllen für den Fall der Fälle, dass das Angebot sich erschöpft. So, zack, wir legen den Schalter um, das ist geschlossen und jetzt kommt der Kunde in den Laden rein. Der Kunde hat Geld und möchte sich dessen erleichtern. Ja, jetzt schauen wir mal, was möchte ich denn gerne haben. Ich möchte gerne einen Diahelm haben. Ich wähle den Diahelm aus und wir sehen jetzt hier passiert Folgendes: Hier schließt sich dieser Kassenmechanismus und da taucht mein Diahelm auf. Den kann ich jetzt nicht nehmen. Und wir haben jetzt hier einmal einen Schacht, wo die Emeralds dann reingeworfen werden. Und hier rechts haben wir eine Anzeige, die zeigt uns an, wie viel wir zu zahlen haben. Das System ist nicht austricksbar. Das heißt, wenn ich diesen Betrag hier rausnehme, soll man natürlich nicht, passiert nichts. Das ist wirklich nur eine Anzeige, die uns sagt, wie viel zu zahlen ist. So. Dann können wir nochmal einen Diasort hinzufügen. Und wir sehen, der Preis erweitert sich auf 5 automatisch. Und das Diasort wird jetzt hier auch ausgestellt. Oder ich möchte gerne noch ein bisschen Netherite dazu haben. Na, zweimal Netherite möchte ich gerne dazu haben. Wir kriegen uns mal unsere wunderbare Bestellung zusammen. Eins, zweimal Netherite. Wir sehen, unser Betrag, der wächst gerade rapide in die Höhe auf 23. Ich würde sagen, für meinen Freund bringe ich noch ein Diasort mit. Dann sind wir bei satten 25 Emeralds. So, die packe ich mir mal mental hier zusammen. Ich zahle jetzt mal 20 Emeralds. So, ihr seht, ich lege hier 20 Emeralds rein. Und so wie ich die Emeralds hier reinlege, geht dieser Betrag an dieser Stelle runter. Auf 5. Und sagt mir, es fehlen noch 5. Okay, ich zahle den Rest des Betrags. Und sobald der gesamte Betrag bezahlt ist... Up, Öffnet sich die Klappe hier und schwupp, ich kann mir meine Items nehmen und bin glücklich. Also, ihr seht ein wunderbar funktionierendes System. Das System besteht aus drei Komponenten. Wir haben einmal die Verkaufszellen, also die Auswahlzellen. Dann haben wir das rote System, das ist die Preisermittlung. Dann haben wir, und ja, zu guter Letzt haben wir das Kassensystem. Das heißt, wir sehen drei Module. Fangen wir mal an mit dem ersten Modul, mit dem Auswahlsystem. Wir gehen mal ein bisschen weiter weg und machen unseren Shop hier. Auswahlsystem funktioniert wie folgt. Wir haben erstmal überhaupt einen Knopf, mit dem alles losgeht. Und ähm, na, wir gehen mal ein bisschen in die Luft, machen das Ganze ein bisschen höher. Also, wir haben einen Knopf. Schwerer gesagt als getan. Da ist unser Knopf. Hinter den Knopf setzen wir erstmal einen Block so hin und setzen einen Dropper so. Na, stopp, so zur Seite guckend hin. So, ihr seht, der Dropper guckt jetzt so zur Seite, hier hinter dem Knopf. Auf den Dropper setzen wir Redstone mit. Shift müssen wir gedrückt halten, damit wir überhaupt was draufsetzen können. Entschuldigt den Cringe. Es ist von meiner Community immer so gewünscht. Dann gehen wir hier zur Seite ein wenig nach oben, denn wir brauchen braun, ja, uns was zusammen. Hier, wir bauen eine Trichterstraße jetzt hier entlang. Die geht von Einheit zur Einheit. Ihr seht, die wechselt so hin und her. Und als nächstes einmal hier einen Redstone-Repeater draufstellen. Dann machen wir hier einen Block dran. Wir setzen dort einen Kolben drauf. Auf den Kolben setzen wir irgendeinen beliebigen Block sieht das Ganze auch schon so aus. Setzen als nächstes hier zwei Blöcke hin. Nein, stopp, wir setzen hier einen Block hin. Hier stellen wir einen weiteren Dropper hin und machen folgendes: Jetzt hinter den äh, Kolben. Ihr seht, hier ist der Block, der rauf und runter geschoben wird. Ne? Ja, so, und hinter dem Block, der rauf und runter geschoben wird, machen wir einen Komparator hin. Und damit ist diese Einheit auch schon fertig. Das ist die gesamte Einheit. Das Ganze könnt ihr jetzt so oft bauen, wie ihr wollt. Um es ein bisschen leichter zu bauen, könnt ihr einfach hier die Knöpfe vorbereiten. Ich würde dann einfach hier Blöcke drunter setzen. So, zack, zack, zack. Da nehmt ihr euch die Dropper. Die Dropper müssen halt in diese Trichterreihe hereinspucken. Auf die setzen Redstone drauf. Wir können auch einfach sonst den goldenen Block hier anklicken. So, Repeater, Repeater, Repeater. Dann könnt ihr könnt ihr versuchen, den Kolben hier. Ah, seht, das ist schwerer als gesagt. Upp, okay, so zu setzen. Das ist, das ist mies. Ich empfehle, setzt einfach einen Block hier drunter. Dann es schneller. Außer Ihr seid im Stribal, dann sollte man vielleicht keinen goldenen Block nehmen. Gut, und einmal hier dieses Ganze hin. Was, was ist das? Was bedeutet das? Wie funktioniert das? Keine Sorge, Leute. Ich will nicht, euch nicht nur zeigen, wie man es baut, sondern ich möchte euch natürlich auch erklären, wie es funktioniert. Es macht es euch am Ende leichter zu checken, wie eure Technik da funktioniert und wo eventuell Fehler sind. So, wir müssen jetzt hier ganz viele, wie ihr seht, äh, Komparatoren dazwischen bauen und schon sind wir erstmal mit dem groben Design fertig. Das ist jetzt erstmal nur die Auswahleinheit, die wir hier gebaut haben. Die ist jetzt fertig, wie gesagt, ihr könnt die gleich fortführen. Die wird quasi immer weiter gebaut. Ich mache einfach mal hier den Anschluss für die nächste Einheit. Ihr könnt das Ding jetzt so groß machen, wie ihr wollt. Bedenkt, je größer die Einheit ist, desto länger müsst ihr eventuell an der Kasse warten, bis eure Items es geschafft haben, durch die Trichterreihe ruhig zu kommen. Also übertreibt es nicht. Wie funktioniert die Einheit? Hier sind jetzt Items drin. So, das heißt, wenn ich jetzt hier Sandstein drin habe und das ist mein erstes Item, was verkauft wird, dann drücke ich auf den Knopf und der Sandstein wird erstmal in diese Trichterschlange gejagt. Achtet erstmal noch nicht auf den Kolben, es geht erstmal nur hier drum. Der wird hier reingejagt und wird durch die Trichterstraße bis nach vorne geleitet. That's easy. Erstmal so weit wirklich einfach. Aber jetzt ist es komplexer. Was passiert hier oben? Hier oben sind Dropper und mit denen können wir nun festlegen, wie teuer ein Item ist. Und zwar legen wir das mit Diamantenschwerter fest. Wir können. Entweder sagen, es kostet ein Emerald, zwei Emeralds bis hin zu neun Emeralds. Neun Emeralds ist das Maximum, beziehungsweise neun Diamanten oder was auch immer, das ist könnt ihr äh, entscheiden. Neun ist das Maximum. Theoretisch könntet ihr das noch erweitern, wenn ihr das System checkt, wie es funktioniert und Profis seid, dann könnt ihr es erweitern. Aber ganz ehrlich Leute, wenn ihr einen Shop habt, wo etwas mehr als neun Emeralds kostet, für nur ein Item, wohlgemerkt, dieser Shop ist ja eins, ne? Dann hm, weiß ich nicht so recht. Also, dann solltet ihr vielleicht doch mal eure Preisanschauung und euer Preissystem überlegen und überarbeiten. So, also, wie funktioniert das? Ihr seht, hier sind jetzt Items drin. Und vielleicht wusstet ihr oder wusstet es nicht, dass äh, die Komparatoren Item-Container wiegen können. Das heißt, die können wiegen, wie viele Items da drin sind. Wobei jetzt die Regel ist: je mehr Items sich in einem Container befinden, also, ganz viele Katzen. Fein. Nein, je mehr Items, also im Sinne von den Minecraft-Items, sich in einem Container befinden, wir sagen dazu Container in der Fachsprache, desto mehr Strom kommt dabei hier heraus. Das Schöne ist, ein Schwert wiegt relativ viel. So, seht, gleich ist zwei Strom an, dann ist noch mehr Strom an und dann ist noch mehr Strom an. Und ihr seht quasi, wenn hier alles voll ist, sind 15 Lampen an. Das könnte sogar sein, dass ich mich hier verzählt habe. Ja. Ich habe mich, hab mich Digi verzählt hier, aber sich doch. so auf 15 Lampen. Das sind jetzt 15 Lampen. Könnt ihr zählen, könnt ihr kontrollieren, sind 15 Lampen. Besonderheit ist, wenn ich jetzt diesen Container mal hier verschiebe, ihr seht, ich kann einen Container verschieben. Wenn ich jetzt hier einen Block dazwischen packe, wird das auch ausgelesen. Genau das passiert hier. Das heißt, wenn ich jetzt hier unsere Items drin sind, das heißt, hier ist jetzt ein Schwert drin. Ne? Und hier sind jetzt, keine Ahnung, drei Schwerter drin. Und dann sind hier noch eine andere Anzahl an Schwerter drin. Hier sind zwei Schwerter drin. Jedes Mal, wenn wir jetzt den Knopf drücken, wird einmal ein Item ja ausgespuckt und gleichzeitig sehen wir hier oben, leuchtet dieser Komparator auf. Und dieser Komparator spuckt jetzt hier diese Stromstärke raus. Ihr seht hier vorne, bei dem Komparator, wenn ich jetzt das Stromsignal mir angucke, was aus dem Komparator rauskommt, ist gerade bei 15. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel drei Schwerter drin habe, dann ist das Stromsignal, was der Komparator hier ja ausspuckt, bei 5. Und genau das gleiche passiert hier auch, wenn es hier ein Schwert drin ist. Oder lass mal zwei Schwerter nehmen. Und ich drücke auf den Knopf. Na, jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Dann sehen wir, da sehen wir hier rechts, ich habe es eingefroren: Power 4. Das heißt, das, was jetzt hier rauskommt, ist Power 4. Das heißt, die Stärke wird einmal hier durchgeleitet. Und die ist jedes Mal anders für jede Einheit. Deshalb, die Stärke wird einmal durch dieses Ding durchgeleitet. So. Und das geht dann weiter. Ich würde jetzt hier nochmal ein bisschen Platz machen. Jetzt kommt euer ähm, ja, Bezahlmechanismus. Den macht ihr in irgendeiner anderen Farbe. Und der funktioniert wie folgt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ihr macht jetzt folgendes, damit es einfach hundertprozentig gelingt. Eigentlich müsst ihr das nicht machen, aber theoretisch ist es sinnvoll, das zu machen. Müssen wir jetzt einmal dieses Ding einstellen? Also, wir machen jetzt 15 Blöcke Redstone. Wunderbar. Und als nächstes machen wir mal ein ganz kurzes Experiment. Ihr seht, ich habe noch andere Blöcke gemacht. Und zwar setze ich jetzt einfach mal Verstärker. Tap, tap. Ihr habt schon falsch gemacht, ne? Ja, habe schon falsch gemacht. So, jetzt nochmal. Tap, 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 tap. Ist immer noch falsch, oder? Wait, I'm, bin ich jetzt voll. Okay, wir setzen erstmal überall die Verstärker hin. So, wir machen es jetzt, wir machen es jetzt auf die einfache Art und Weise, ohne euch jetzt komplett zu verwirren. Wir setzen überall hin, machen die mal ganz kurz weg und setzen hier einen Dropper hin. So, jetzt setzen wir einmal das erste Schwert hier rein. Jetzt sehen wir, leuchten zwei Verstärker auf. Wir nehmen immer den Verstärker, der am weitesten entfernt ist von dem hier. Und den anderen machen wir kaputt. Wir sehen der Verstärker, ist angegangen. So, jetzt machen wir nochmal ein weiteres Item rein. Ihr seht, jetzt. Machen wir den Verstärker hier weg, weil wir sehen, der nächste Verstärker, der angeht, ist der hier. Wir wollen ja immer, dass ein weiterer Verstärker angeht. Ihr seht, kein Verstärker ist an. Der erste Verstärker ist an. Der zweite Verstärker ist an. So. Und jetzt sage ich mal was. Und zwar mache ich jetzt einfach mal das hier. Weil ich mir ziemlich sicher bin, dass das funktioniert. Ich glaube, ich habe mich verzählt. Ich glaube, das sind keine 15 Blöcke. Ich glaube, das sind 16 Blöcke. Ne? <laughs> ähm, so, ihr seht, der nächste Verstärker geht an. Wunderbar. Der nächste Verstärker geht an. Ihr seht, das ist, ist sehr seltsam. Ähm, warum ist das so, dass mal, mal hier die Power größer als Dings ist? Ihr seht, manchmal mit einem Schwert, was dazu kommt, geht nur ein Strom weiter. Manchmal geht zwei Ströme weiter. Das ist eine Mathematikrechnung. Denn ähm, man sagt folgendes, wenn der Container voll ist, sind 15 Redstones an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ja, der, der kann weg. Genau, 9. So, 9 brauchen wir am Ende, die an sind. Richtig passt. Also es ist eine verrückte Sache in Minecraft. Hat was damit zu tun, wie Minecraft funktioniert und wie Minecraft das Ganze berechnet. Und zwar teilt Minecraft 15 geteilt durch 9. Das können wir mal ganz kurz hier in unseren Taschenrechner eingeben. 15 durch 9 sind 1,6 Blöcke. Das heißt, theoretisch geht immer 1,6 Blöcke Redstone an. Deshalb geht hier 1,6, ja, wird aufgerundet auf 2. Plus 1,6 wird aufgerundet auf 4. Plus 1,6 wird abgerundet auf 5. Plus 1,6 wird aufgerundet auf so und so. So versteht ihr, so funktioniert das in Minecraft. Ey. Ansonsten, wenn das zu so komplex ist, Leute, müsst ihr eigentlich nur das so jetzt nachbauen, wie es hier ist. Wir haben 9 Verstärker. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Für jedes Schwert ein Verstärker. 9 Verstärker sind drin. Jetzt sind 8 Verstärker an. 7, 6, 4, 3, 2, 1. Sie also, sehen quasi, je mehr Items hier drin sind, desto mehr Verstärker gehen an. Und wenn ich jetzt das Ding hier wegmache, dann sehen wir, hier sind 2, hier sind 3, hier sind 4. Das heißt, wenn ich jetzt auf diesen Knopf drücke, leuchten zwei Verstärker. Wenn ich auf diesen Knopf drücke, leuchten drei Verstärker. Wenn ich auf diesen Knopf drücke, leuchten vier Verstärker. Cool, oder? Also wir sehen, hier kommt schon mal eine Zahl raus. So, da wo jetzt die Verstärker sind, machen wir einmal einen Dropper hin. So, Dropper, 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 Dropper. Dropper. Dropper, Dropper. Als nächstes bauen wir auf die Dropper. Trichter, 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 Trichter. Trichter hier drauf und einmal eine Trichterstraße hier dran entlang ziehen So, als nächstes, liebe Leute, dürft ihr euch, wenn ihr im Survival seid, erfreuen, ganz, 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 ganz viel Holz abzubauen oder irgendwelche Items, die nicht stackbar sind. Ich empfehle, ran ans Buddeln auf die Plätze, fertig los und baut mal eine ganze Menge Holz ab. Das werdet ihr mich jetzt benötigen für ganz ganz viele Schaufis, die ihr macht. Ihr macht am besten ganz ganz viele Schaufis. Ihr macht tonnenweise Schaufis. So und ich habe jetzt mal kopiert in eine Kiste und die werden jetzt hier oben drauf verteilt. In. Am Ende wollen wir dieses ganze System hier mit Schaufeln fluten. Also wirklich ähm, Schaufeln ohne Ende bitte. Also wirklich macht so viele Schaufeln wie nur eben möglich, so bis dieses ganze System voll ist, bis diese ganze Trichterreihe hier voll ist mit Schaufeln. Ja, dann ist das System Soweit einsatzbereit. Wir sehen, okay, zack, 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 zack. Ja, nö, es sind immer noch Schaufeln hier auf dem Weg. Oh, ja, das reicht immer noch nicht, Leute. Dann würde ich sagen, ähm, it's Schaufi-Time. Wir müssen noch mehr Schaufis in das System reinjagen. Passt auf, dass ja auch wirklich definitiv Schaufis in das System reinjagt und nichts anderes. Also das System muss komplett voll mit Schaufeln sein. Warum? Das hat was damit zu tun, wie dieses System der funktioniert. Das reicht immer noch nicht. Halleluja. Also komm, geh mal hier schaufel ich's. Jetzt, jetzt machen wir voll hier. Okay, jetzt ist das System voll. Ihr seht, jetzt sind alle Trichter voll mit Schaufis. Das hat nämlich den Vorteil, jetzt sind überall sind hier Schaufeln drin. Das heißt, wenn jetzt eines dieser Spender aktiviert wird, schaut mal her hier rechts oben, ihr seht, dieser Trichter hier rechts oben ist voll mit Schaufeln. Wenn jetzt ein Spender aktiviert wird, dann seht ihr, fehlt hier oben eine Schaufel. Das heißt, die Schaufels, die hier oben sind, die werden quasi in den fehlenden Trichter wieder zurückgeleitet, weil das System komplett damit Schaufis voll ist. So, als nächstes setze ich hier an dieser Stelle einen Trichter hin. Ähm. Das also wäre gerade ein bisschen Flex. Ihr könnt es einfach so machen, indem ich hier eine kleine Plattform baut. Und zwar, ihr seht, diagonal von dem Block baut ihr jetzt eine Dreierplattform. Die sieht so aus. Dann, jup jup hier zwei Dropper übereinander. Dann mache ich hier eine Reihe, die dann da reingeht. Und wichtig, oh, ich glaube, ich habe mich verbaut. Jupp, ich habe mich verbaut. Seht ihr, vorsichtig bauen. Dass die Trichter niemals irgendwie falsch ausgerichtet sind. Achtet darauf, dass die immer richtig ausgerichtet sind. Und jetzt bauen wir auf diese Trichter irgendwas drauf, damit da bloß nichts reinfällt, Leute. Da darf nichts reinfallen, diese Trichter. Genau das gleiche gilt auch für die Oberen. Jetzt machen wir noch hier einen Trichter hin und wir haben einen geschlossenen Kreislauf erhalten. Und dann machen wir das Ganze zu. Und jetzt müssen wir nur noch hier unten an diesen Trichter, Time 7, 0, so an diesen hier, machen wir folgendes: einmal einen Komparator. Verstärker, 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 Redstone, 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 Redstone. Fertig. Damit ist euer Zählmechanismus fertig. Wenn wir jetzt das hier aktivieren, wo zwei Schwerter drin sind, werden zwei Trichter aktiviert. Das heißt, weil hier der Strom so weit läuft, wie zwei Schwerter groß sind, wird äh, dieser Dropper, nicht Trichter, sondern der Dropper und der Dropper aktiviert. Der schießt zwei Schwerter, Schwerter hier raus. Die Schwerter gehen hier unten in dieses Ding hier und werden wieder zurück nach oben transportiert und gehen wieder rein. Hmm, fragt ihr euch jetzt, was bringt das? Ganz einfach, schaut mal. Hier 1, 2, erhalten wir jetzt zwei Blinksignale für zwei Schwerter. Wenn ich jetzt hier drücke, wo drei Schwerter drin sind, erhalten wir 1, 2, 3. Drei Blinksignale. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mache, 3, ähm, 2, sind das fünf Blinksignale. Gut, das habt ihr jetzt nicht gesehen, das ging ein bisschen zu schnell, aber. Ähm, ihr seht, dieses Ding kann jetzt hier ein Blinksignal ausgeben. So, und jetzt geht's weiter mit dem Kassensystem. Das ist das Letzte, was ihr baut. Ähm, wichtig ist jetzt folgendes. Mal, das erkläre ich euch gleich. Wir gehen mal ein bisschen zur Seite. Ich würde sagen, nehmt euch ein bisschen Platz. Wir bauen ein Kassensystem jetzt einfach mal so, dass das jetzt, mh, dass das jetzt. Auf der, äh, auf der gegenüberliegenden Seite ist. Theoretisch könnt ihr das Ding ja auch noch auf die andere Seite machen. Also ihr könnt da ein bisschen kreativ werden, wie ihr die Sachen miteinander verbindet. Ich zeige euch ja auch, wie die Technik funktioniert. Somit sollte alles eigentlich für euch machbar sein. So, wir bauen jetzt ein Kassensystem auf. Und da gibt es noch ein paar Sachen zu beachten, wenn ihr das Kassensystem baut. Also, als erstes braucht ihr irgendwo einmal eine Art Box, wo eure Items abzuholen sind. Die baue ich jetzt einfach mal hier, diese Box. Die Box wird wie folgt gebaut, wir gehen ein bisschen nach unten, bauen jetzt zwei Kolben und der oberste Block ist dann auf dem Kolben drauf, einmal ein Glas. Das ist unser Glas und das Glas ist quasi mit dem Boden abschließend. Dann machen wir mal so eine Art Kasten drüber rum, dass der Spieler hier reingehen kann. Dann machen wir hier einen Block hin und zu guter Letzt brauchen wir jetzt einmal einen Dropper, der hier die Items ausspuckt. Dazu machen wir folgendes, wir setzen einmal hier einen Dropper hin und einmal hier einen Dropper hin. Sehr schön. Auch hier müssen wir wieder diesen Mechanismus bauen, den wir da gebaut haben, relativ einfacher Mechanismus. Dieser Mechanismus kann immer ein Item durch zwei äh, Dropper durchbewegen. Besonderheit in Minecraft ist, dass ein Dropper Strom leitet. Das heißt, ihr seht, ihr seht, der Dropper gibt Strom weiter. Mit anderen Worten, wenn zwei Dropper nebeneinander stehen und Verstärker geht rein, werden beide Dropper gleichzeitig aktiviert. Nun, das ist ein bisschen gelogen. Gleichzeitig werden sie tatsächlich nicht aktiviert, sie werden nacheinander aktiviert, allerdings so schnell nacheinander, dass ihr es nicht sehen könnt. Doch, ihr könnt es sehen. Wenn wir die Droppers einfach mal so einander da bauen, dann sehen wir, kann ein Item, welches sich hier rechts befindet, aktiviert sich ja erst der hier und dann der hier. Und es hat das Gefühl, als ob beides gleichzeitig passiert. Ihr seht, das Item wird hier vorne durchgeworfen. Oh, das ist Minecraft Magic. Toll, was? Und genau das gleiche passiert hier auch. Wenn hier unten ein Item drin ist, wird es durch beide nach oben geworfen. Gut, jetzt verbindet ihr hier euer Shop-System mit einer Trichterstraße, mit der Verkaufseinheit. Habt ihr gut gemacht, so, wunderbar. Das wenn jetzt hier unten ein Item drin ist, da kommen sie schon raus. So, also ihr, ihr seht, ich drücke auf den Knopf und das Item kommt da raus. Juhu, aber jetzt sagt ihr euch, ja Moment, Moment, hier, das, das Ding hat sich noch gar nicht geschlossen. Also quasi, der, der Kunde könnte jetzt einfach das Item mitnehmen. Genau, jetzt fehlt nämlich noch das eigentliche Kassensystem. Das eigentliche Kassensystem... Baut ihr wie folgt. Es besteht aus zwei Teilen und zwar einmal ein Item-Überprüfungsmechanismus. Da setzt ihr einfach hier einen Dropper hin. Und neben dem Dropper baut ihr jetzt folgende Apparatur. Und zwar einen Block unter dem Dropper setzt ihr hier oh, ein bisschen Platz haben wir hier. So einmal diese Konstruktion hin am besten sonst einmal nachbauen. Ihr setzt dann einmal einen Trichter so, dass er ne, wegzeigt, am besten die Wand guckt oder noch besser hier reinguckt. Und zu guter Letzt packt ihr hier drunter eine Trichterreihe. Das ist eure Trichterreihe für den Ertrag. Das ist jetzt unter dem Shop direkt unter dem Boden des Shops habt ihr hier kommt jetzt euer Ertrag raus. Den könnt ihr jetzt hinleiten, wo ihr wollt. Dann legt ihr fest, welches Item im Shop zu bezahlen ist. Wir nehmen auch heute Diamanten für diesen Shop. Das heißt, ihr nehmt euch Dias, geht in diesen Trichter hier rein an dieser Stelle und Wupp, macht hier einmal äh, Dias, hinsetzt, Dias auf die erste Position. Wenn er alles richtig gemacht hat, müsste das jetzt bei 18 stehen bleiben. Wunderbar. Das heißt, jedes Mal, wenn ich jetzt hier oben irgendwas reinlege, passiert nichts, weil die Items nicht nach unten durchsickern können. Aber hier unten sind Diamanten, das heißt, wenn ich hier oben einen Diamant reinlege, kann der nach unten durchsickern. Und das ist ein Item-Filter-Mechanismus, das heißt, er sorgt dafür, dass immer 18 an dieser Stelle sind. Es wird ein Diamant durchgeleitet. Das heißt, ich lege hier oben Diamanten rein, wupp, und der wird hier nach unten durchgeleitet. So, gleichzeitig gibt es hier ein Blinksignal. Als nächstes... Äh, machen wir folgendes: Und zwar, wir bauen einmal hier ein Dropper hin. Der andere Dropper guckt in den Dropper rein. Das heißt, so zwei Dropper gucken sich gegenseitig an. Das ist unser System, welches unseren Betrag ausgibt. Und dann machen wir das gleiche nochmal auf der anderen Seite. Das ist quasi ein gespiegeltes System, eben genau damit ihr nicht einfach hier Items rausnehmen könnt, ihr ähm, Cheater. Ne? So, und als nächstes setzen wir unter diesen Dropper einen Block, unter den Dropper einen Block und verbinden die beiden einmal. So, miteinander. Dann Redstone hier hin und einmal, das müssen wir von hier aus machen, einen Verstärker hier hin. An diese Stelle und einen Redstone hier hin. Fertig. So, und zu guter Letzt müsst ihr jetzt hier einen Block hin tun. Und dieser Block muss jetzt verbunden werden mit eurem Zählmechanismus, den ihr hier habt. So, ich mache das wie folgt. Wir machen mal hier einen Verstärker-Output. So, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Auf die 15. Brille machen wir was hier. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ihr seht, das ist ein bisschen sehr lang. Äh, wir machen noch ein bisschen kürzer. Machen das System mal. Oh, oh, oh. Hier gibt es einen Kurzschluss. Achtet immer darauf, dass Redstone keinen Kontakt schließt. Aber ihr müsst quasi jetzt einfach nur dieses, dieses Ding hier verbinden mit äh, dem anderen. So. Eigentlich nur ein, einfach ein leitungs ziehen, aber ihr seht, es hat auch seine Tücken. Also jetzt nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. machen hier ein Dings. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und da endet euer Strom an dieser Stelle. So, ihr legt jetzt in diesen Dropper, in diesen Trichter, Trichter Dropper, nein, in diesen doch Dropper. Also Spender heißt das Ding. Irgendwelche Items rein. Und hier legt ihr die Items rein, die euren Betrag anzeigen. Es kann irgendein Item sein. Ihr könnt das Item dann noch umbenennen. Ne? Ihr könnt es machen, wie ihr wollt. Es sollte ein Item sein, was halt zehnmal äh, was stackbar ist. Keine Ahnung, ich nehme jetzt einfach mal eine Die. Oder hier doch, hellblaue Die für. Ne? Auch die kommt hier rein. So, jedes Mal, wenn es jetzt hier ein Stromsignal gibt, aktivieren sich diese beiden. Und ihr seht, einmal hier und einmal hier geht ein Item hin. Oh, ihr seht, das Ganze können wir jetzt dreimal machen. Wenn ihr dreimal, viermal ist, haben wir hier vier Items da, vier Items da. Und äh, jedes Mal, wenn wir ein Emerald hier reinwerfen, blinkt einmal dieses Ding hier, beziehungsweise ein Diamant in diesem Fall. Einmal blinkt der Dings da. Könnt ihr euch das mal angucken, wenn ich jetzt mehrere hereinbreche. Jedes Mal, wenn einmal hier ein Blinksignal ist, piep, piep, geht ein Item wieder zurück. Von da nach da, von da nach da. Wenn ich jetzt hier äh, Diamanten reinwerfe, blinkt das hier mehrfach. Und es gehen alle Items so zurück. Jetzt müssen wir noch eine einzige Sache machen, und zwar, wir nehmen jetzt von diesem Dropper hier ein Output. Wir sagen, solange Items hier drin sind, in dem Dropper, wissen wir ja, dass äh, noch Geld zu zahlen ist an dieser Stelle. So, und das heißt, wir machen folgendes. Wir machen einmal hier ein Stromsignal, verneinen das Stromsignal einmal und führen das nun einmal hier entlang. Jetzt haben wir hier unten diese beiden Kolben. Dann machen wir folgendes, wir machen hier unten einen Verstärker auf volle Pulle, machen einen Observer hier drauf und setzen ein. Block hier hin. Als nächstes setzen wir einen Observer hier hin und wir verbinden das Ganze mit Redstone. So und wenn ihr alles richtig gemacht habt, müsste der Glasblock unten sein, wenn ihr es verbunden habt. Wenn der Glasblock nicht unten ist, dann könnt ihr den einfach, also wenn der Glasblock bei euch hier ist, abreißen, hier unten hinbauen und fertig. Das ist auch schon das gesamte Shop-System jetzt in seiner vollen Pracht. Ihr müsst folgendes beachten: Die Items müssen hier ein wenig verzögert werden bei dem System, dass wenn ihr quasi etwas auswählt, muss zunächst einmal hier der Betrag festgelegt werden. Wir haben ja hier den Betrag 2. Das heißt, bevor dieses Item hier ausgespuckt wird, muss diese Shop-Technik sein. Das heißt, wir gucken uns das erstmal an. Wir drücken auf den Knopf. Und das Ding geht zu. Das Item wird ausgespuckt. Jetzt ist alles richtig. Wir sehen, Betrag offen 2. Das heißt, wenn wir jetzt das Item uns nochmal bestellen, dann geht das Ding auf 4 hoch. Da ist es auf 4 hochgegangen. Ihr seht, das Ding zählt zack nach oben. Und wenn wir alles bezahlt haben, dann öffnet sich unsere Tür wieder. Wupp. Wunderbar. Wichtig ist jetzt folgendes, und zwar Timing, Leute. Und zwar, wenn eure Shop-Einheit zu schnell kommt, also noch bevor dieses System den Betrag erfassen kann, das Item ausgespuckt wird. Es kann passieren, ihr seht. Ja, das Item wird jetzt ausgespuckt, es ja, ist jetzt gerade gleichzeitig. Es kann halt passieren, dass der Kunde dann ins Item kommt. Deshalb müsst ihr hier diese Trichterstraße zwischen den, äh, zwischen den Modulen und der Kasse so groß machen, dass erst die Kasse schaltet, also erst der Glasblock hier nach oben geht und dann darf das Item erst ankommen. Und damit, ihr Lieben, seid ihr fertig. Das ist euer funktionierendes Shop-System. 1 to X, ziemlich coole Sache. Und ich zeige euch im nächsten Part, wie man dieses System nochmal erweitert. Das ist dann quasi für die Profis. Und an dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen, sage macht's gut, bis bald und ciao, Leute. Yes, one take.